Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multimember. Heute gegen Doppelterraner. Mit dem Rob und dem Multimember. I like. Und wir haben immer noch nicht die neue Map. Die gibt's ja auch gar nicht. Doch. Gibt auf jeden Fall eine neue Map. Eine für zwei Spieler. Wie total scheiße. Doppelterraner. Alles anders bei denen. Ja. Oh, Claudio hat abgeleckt vom Hundi. Ja, der Hundi hat sie jetzt entführt. Der geht jetzt mit ihr eine Runde Gassi oder was? Naja. So, gut lange fahren, das wünschen wir uns bestimmt nicht. Ne, weil sie irgendeinen Scheiß machen. Terraner wünschen sowas nicht. Das ist nicht denen ihre Philosophie. Nicht in ihren Genen. Ja, Terraner. Wie das Theorie aufstehen, es gibt Terraner. Oh, ich hab mich verklickt. Ich sollte vielleicht nicht so viel quatschen. Das ist wahrscheinlich gerade hier. Mein. Wer ist das? Nein, weiß ich nicht. Wer ist denn das? Offgate? Nee. Pylon? Wenn man eine Strafe kriegt, weil man halt gehässig ist. Weiß ich nicht, wie heißt das? Ja, das wisst ihr, was heißt. Wenn du es hörst, dann weißt du es. Göttliche Fügung. Nein. Nee. Karma. Karma war das gerade. Gerade über Terraner herziehen. Karma ist halt eine Bitch, ne? Ja, Karma ist echt eine Bitch. Nein, weil das Sonde. Dann machen wir ja Sonnentausch oder was? Also ich weiß nicht. Guck mal nach den beiden Gas. Ein Gas hat er genommen. Okay. Meiner. Meiner hat auch noch ein Gas. Schon nächste? Das wird gut zu wissen. So, ich habe die neinte bisschen, die eine Barrack. Gut. Denn ich habe einen Arbeiter bekommen. Die Frage, ob wir jetzt ein bisschen zu spät, ne? Lassen. Ich theoretisch nicht, ich hab nebenbei alles noch gebaut, irgendwie. Oh, er macht zu. Kannst du von drin hauen? Hau die Sonde. Mit dem WBF? Ist doch egal. Alles dasselbe. Kommt halt gleich was raus, ne? Naja, Marine. Na, meine ist eh tot. Okay, komm, geh Marine raus. Ach, Reaper. Ich muss gucken, Double Reaper. Echt jetzt? Ja, bei der anderen kommt auch ein Reaper. Also hast du zwei Reaper. No, nein. Oh, was ist denn hier los, ey? Doch eigentlich logisch gegen Doppelterrano. Naja. Muss ich Chrono wissen, wenn's dort dann. Kommen sie schon, ne? Nö. Aber es ist trotzdem brauche ich den. Ich habe meinen Arbeiter gerettet. Ich nicht, konnte nicht retten. Das geht nicht mehr. Wirklich, Otto River? Haben wieder vor Dings gekriegt. Kommt vielleicht bestimmt noch mehr River. Ja, die werden dann nach Exe gespielt haben. Meinst du? Nee, weil da war's. Drei Reaper. Ich komme rüber. Hab auch noch kein Speed. Ja, schreib meine Reaper. Gegen die Reaper schreib ich gerade. Weiß nicht mehr. Ist halt auch eine Reaper-Map, ne? Welche Map ist nicht einfach nur Terraner-Map, ne? Also. Einfach nur Terraner mit. Keine Ahnung. Terraner haben halt alles. So, jetzt habe ich Speed, das müsste eigentlich vorbei sein. Hast du viel Damage bekommen? Nö, geht. Nö, ein paar Sonnen drauf gegangen. Okay, jetzt auch dann schon Boomlinge. Wenn wir irgendwas machen wollen. Kann mit meinen paar. Doch gar nicht viel machen. Aber ich hab gleich Flieger. Forschung abgeschlossen. Da kommt der Reaver bei dir. Naja, ich weiß. Erwischt? Nö.
Nein, bei mir ist kommen was nicht machen, ich hab Stalker. Ich muss ein bisschen ablenken, dann kann ich oben nochmal die Echoline killen. Oh, arg läuft. So, noch hier Stalker. Ich mache jetzt hier gleich auf. Offen. Steht was im Bunker. Bunker muss halt weg. Unten kommen Helens, die hole ich mir. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, hat schon wieder Antiflieger. Gebäude. Hat nicht gereicht. Ich sag, bei ihm ist jetzt auch was, ja. Ja, ich habe auch ein paar Blocker bekommen. Aber jetzt kommen wir gleich. Gegenpushen, ja klar. Und halt Helions. Helionen. Hat der andere gehabt? Marines. Und Medivex. Also wenn noch Trops kommen. Ja, Trops kann ich ja, glaube ich, bin ich safe gegen. Bitte mein, vor der Haustür bei denen. Warum macht er immer meine Gebäude jetzt auseinander? So. Da kommt mir das nur wieder meiner. Bismarckern online. Wie gesagt, Ex haben sie auch schon, ne? Dritte oder was? Nee, der letzte dritte, ja, jetzt nehmen sie dritte gerade. Jetzt machen sie auch dann eine Go mit der dritten. Naja. So, komm jetzt. Ich bin hier in den Schatten. Ihr müsst zusätzliche Pilotenstufen. Dann langsam komm. Vorkommen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ah, ich hab Pylonen nicht. Den habe ich abgeräumt. Oh, den räume ich gerade. Der Koloss ist auch gerade da. Das ist alles noch ohne Bailing Speed. Oh na, ich bin ja gerade da. Ja, aber genauso gutes Einkommen und Echsen immer mehr. Naja, das ist ja das Problem. Das kann ich überhaupt nicht. Muss halt auch mehr Echsen als Zerg. Oh. Mehr Overlords. Da laufen noch ein paar Aliens rum. Das ist ein Nurgle so. Hintergrund. Das haben wir. Das wo? So, da noch drei hin und da noch drei hin. Prismakern online. Kriegt doch keinen Rocks kaputt, so dass da stehen schon nur 5000 Typen rum. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ein paar Marines vor der Hütte, ne? Okay. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf.
Panzer. Der heißt Tank mal hoch. Ihr benötigt mehr Respingas. Und hier kommt Drop, hinten. Tschüss. An der Kur heran. Bei mir auch. Die machen viel Schaden. Eure Sonden werden. Shit, holt mir den Sonden. Ah, ich hasse Terraner. Ja, und jetzt können sie gleich wieder schnell abhauen. Das ist so nervig. Ja. Ich finde das neue Upgrade einfach übertrieben hart. Das sind neue Terraner, ne? Muss halt nur genug meckern, dann kriegt man alles Gute. Tja, so und so. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und die werden halt ordentlich geäxt haben jetzt schon wieder? Ja. Wir haben noch keine Ulis bauen, so doof. Ulis sind mir glaube ich auch verbessert. Was verbessert, ja? Ich glaube. Gar nicht schlimmes. Bin mir aber nicht sicher. Ich auch nicht. Ich habe den Patch Note gerade nicht wieder zur Hand. Wir müssen langsam Go machen, weil wird immer schlechter für uns. Oh, eigentlich nicht. Ich warte noch auf Ulis. Ulibau ist jetzt im Bau. Ja, ich werde gleich noch Storm nehmen. Du hast da hinten kommt wieder was. Ich hab's ja leicht im Auge im Winkel rot blitzen sehen. Kalibriere Linsen. Kann mir ja auch geirrt haben, aber ich hab's. Ne, das steht schon, weißt du? Einen hab ich erwischt. War erst erwischt. Komm jetzt zu dir rüber. In den Kampf. Das war gut. Er kommt zu dir. Hast du erwischt? Wir machen alle tot. Mutation abgeschlossen. Oder kommt noch ein Drop? Hell, Helbets. Helbet. Oh, wir haben was Neues. Die können jetzt schneller sich bewegen. Helbet? Nee, die Ulis. Ist cool. Außerhalb von Kriecher. 10% schneller, wenn ich erforsche. Ist cool. So, theoretisch müssen wir dann eigentlich ein Go machen. Ja. Bist du 200, Neber? Nicht ganz, finde noch nicht mehr viel. Die Upgrades sind jetzt durch, dann kommen wir machen. Der Uli-Upgrade ist auch gleich durch. Stehen die nicht vor der Tür? Das ist schon noch tot, was vor der Tür stand. Okay. Mal meine Echse bekommen, muss wieder neue Echsen. Die da Dinger kommen sie bei dir, da oben. Ja, ich sehe es. Ach, die haben sie jetzt, ne? Gegen meine Ulis halt, ne? Ja, ich hab Void Race, 4 Stück. Mach's mal weg. Erklärt euch. Ich geh jetzt in Goma. Ja, ich bin mit drin, ich bin auf die Tanks gegangen. Sehr gut. Und mir hat gedroppt oder irgendwas, scheißegal.
Da sind noch ganz viele Ulis. Ah, Kreuzer kommen, ne? Ja, brauche ich mehr Voids. Um den Tanks, machen wir die Tanks bitte weg mit dem Flieger. Wo oben? Da oben. Von der Ram. Synchronisiere. Energie. Aber gegen die Kreuzer kann ich das nicht machen. Ja. Kreuzer sind auch ganz hart geworden. Ja, die sind zu hart geworden, die Kreuzer, finde ich. Aber egal. Schlimmste ist halt, dass sie sich teleportieren können. So, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Die Kreuze haben wir auch nicht, ne? So wirklich. Storm höchstens, aber. Aufgabe. Kreuze habe ich eigentlich nicht viel. Irgendwo eine volle Queen. Da ist die Queen, da können wir meine Ulis mal schnell heilen. Da kommt er wieder. Erklärt. Mit Kreuzern. Ne, Marines, Marauder und sowas. Erleuchten. Ich kann von hinten kommen, wenn du willst. Wollen wir, oder? Dann los. Nuklearer Abschuss. Nuklearer Abschuss. Scheiße. Aber also, ich hab hier die. Ist nicht viel passiert. Dann los drauf. Kreuzer sind nicht so hart. Heute kommen wir an und Seite bitte, ne? Das ist hier bei uns. Heute sind zu hart. Aber doch kein Gas. Ah, die Kreuzer, na klar. Naja, die musst du halt mit Fangwelle übernehmen und dann. Dadurch, dass sie teleportieren könnten, jetzt ist sie übelst hart geworden. Fangel kann ich halt nicht übernehmen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich bin theoretisch raus. Ich habe nichts mehr. Ist noch Gas übrig? Ein bisschen, oder? Ah, nee, brauche ich gerade nicht mehr. Ich habe gerade voll. Ja, jetzt kommen sie. Wissen Sie? Ja, das ist so. Warum eigentlich einen Terraner Nuklearschlag haben? Wozu brauchen sie den überhaupt? Er hat 3 und Kreuzer, ne? Hat er halt auch. Ja. Hey, 3 Kreuzer sind halt zu viel. Ja, mein Ding ist nicht durchgekommen. Mein Übernehmen. Kann ich übernehmen. Haben wir verloren.
Können wir rausgehen. Okay. Wollte gehen einfach bei dir jetzt drüber. Ja. Terra und Terranus so lange machen lassen. Kreuze, ey. Ja, die haben sie jetzt viel ganz schön gebufft. Ja, wie gesagt, die Tempest haben sie auch gebufft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in Endcard. Bis dahin, tschüss. Genau, bis dahin, tschüss. Und da sind wir auch schon in Endcard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den Starcraft-Projekten und ein anderes unserer Projekte. Dann schaut noch morgen wieder ein und tschüss, eure Rudi Bermande.